Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme. Alban Nikolai Herbst liest aus Das bleibende Tier, Bamberger Elegien, den Anfang der sechsten Elegie. Herbst ist mit den Bamberger Elegien auch am 31. Mai, 20 Uhr, im Kieler Literaturhaus Schleswig-Holstein zu Gast. Was? Fragte gestern, ich lag schon zur Nacht, deine Christine SMS, hat dir den Glauben geraubt, dass es ein Übersinnliches gebe. Ich wollte noch schlafen und ließ es so stehen, bis eben. Ein Viertel nach sechs ist's. Das Licht hinter dem hochschrägen Glas steht verschliert von dem Nebel. Kondenswasser nässt von dem oberen Rahmen bis tief fast hinab zu dem Boden, als wären sie Sommer und Hitze, als wie eine Liebe verjährt, die es nicht war. Nun besinnt man sie rauchend am Laptop und nippt Instant Coffee, der gegen sein bitteres Süß und mit Milch gegen Schwermut verrührt ist. Die Tür zur Terrasse ist Schleuse zum Tag. Von der Regnitz weht's morgenklamm hoch und weht klamm in den Nacken. Die Zeit ist es wieder für Schals, wenn sie mehrfach um Kopf und den Nacken gelegt, wie ein Leben so lang sind. Umarmungen werden, ach, dunkles Haar meiner Frau. Fällt mir die Schultern hinunter und halb über den Rücken, so hell sind die Schals, die ich trage, und sitze und denke um Antwort. Wie mache ich's dir greifbar, so dass dir dein unentsetzt ruhiger Glaube bewahrt bleibt? Ich höre das Wehr, höre erwachende Enten, zwei Bänke, sie stehen auf Kies, weinrot dem Meer gleich Homers. Und der Tisch ist so weiß wie der Nebel darüber und matt. Rechts regnet's strüben, erwachen die Farben der Häuserfassaden, ein halbes konturloses Dämmern von Fallermodellen. Das Schliergrau des steigenden Morgens erhebt sich, die Lippen noch blau. Durch das Gewölk aber drängt eine schmale Erwartung von Sonne. Ein Übersinnliches? Nein, nur das Sinnliche ist. Reicht es denn nicht? Und warum nicht? Wozu das organische Wunder verkleinern? Des Schmerzes, die Blutungen auch sind, der Trennungen halber, die bluten, damit nicht ein Nicht sei, so wie wir versterben? Es ist diese Angst, einzeln zu bleiben im, seit wir geboren sind, tiefsten Moment. Wir blieben Getrennte doch immer. Was hilft ein entkörpertes? Geist esoterisch fürs Jenseits ergibt sich. Das Unglück erlässt es rein sein. Billigt es, doch die Erhebung ist irdisch. Herauserhoben, das wollten wir, wollen wir sein, das erschuf Welt, menschlich. Gehen freilich doch in das Erdreich als molekular zu Zersetzendes ein. Wie das vergessen? Mach dich mal locker. Das Grinsen der Ökonomie ruft uns zum Positive Thinking. Es wäre übersinnlich wohl das, dass wir leiden, aber es verulken. Da ist auch die Lust nicht mehr ernst, jedes Geheimnis für Jux grätscht sich. Vampire tanzen zu Schlagern, das Biest selbst, es buhlt um den Massengeschmack, seit es die Schönheit gefällt hat. Die Tragik wird Musicalei, klatscht voll begeistert, damit es den Grund des Geschöpfs nicht mehr spürt, seinen düsteren unterm Gelächter, so johlt man und feigst. Was mir den Glauben nahm, fragst du? Das Entertainment. Und wie wir uns schänden in Bäumen und Bergen, zu Handen die Meere als Tonne, Morganen ernüchtern am Lager, Kalkül respektlosen Handels und Handelns, damit es uns nicht länger nahe kommt, woher wir immer noch kommen, und das aufeinander nicht stimmen, das Selbst und die aufgeklärte Verfassung, Emanzipation und Genese, ach, dass wir nicht ganz sind, nicht eindeutig und uns nicht lösen, darum verflachen wir beides, den Alltag, den Mythos und tauschen es weg, feiern zunehmend schrill, wie wenn wir schrien. Nie waren wir ganz, sind gespaltene Spalte, die Füße im Schlick. Fahl ist der Himmel und untranszendiert, dessen Geheimnis wir, weil's keines gibt, furchtsam verscherbeln. Den zeugenden Irrtum indes, der das, was er sieht, erst erschafft, gibt es noch immer. Untechnisch wirkt er, doch chemisch. Das Wort schöpft als Klangreiz, ein Feingriff bedeutungstragender Schwingungen, molekular. Ob lindernde Aura aus Steinen, ob Bachblüten heilen, ob Hände skurril auf die Wunde gelegt sind, ein Unfug ist's, sicher, doch hilft er. Es
als wäre das kein Wunder. Längst wird es Tag. Drin sanst du, mein Junge, sanst an der Regnitz wie einer, der alles schon weiß. Nächster, ein noch nächster Abend ward's, nächst ferner Morgen wird heute. Verweint waren aufs Neue die Fenster, sehr hoch sind sie, Tür hoch und höher, sie reichen zum Himmel. Jetzt ist er farbig. In Rot steigt das Feuer der Sonne, darunter das düstere Dickicht sich ballender Wolken, die brandlich zerflocken. Das zupft ein ganz blättriges Grün von sich ab, das faserige Flammen entzündet. Sie werden schon überall blau. Rauchend betrachte ich's, hab mich vom Schreibtisch erhoben und stehe in der Tür. Physik und die Physiologie, Wunder Christine sind sie nicht? Zwar ist die Wissenschaft Notwehr und Abwehr, Erklärung als Werkzeug mit Knochen begann es und dennoch, erschauern und staunen, das können wir trotzdem. Es gäbe sonst keine Musik, gäbe nicht die menschliche Hoffart, die durchsetzt, was Alltag und Anbau nicht wollen. Sich fügen vernichtet's. Das Kindchenschema, wir wissen, es täuscht zu dem Braun der Abstand und klein ist das Kindchen und zärtlich. Statistiken haben wir drüber und dennoch, wir sprechen zu Recht von der Schönheit der Frauen. Interpretieren sie, schaffen sie, ganz und wir fühlen sie. Realität ist das nicht, aber wirklich. Übersinnlich ist es nicht das. Esoterik? Wozu? Dass ich nicht wegdenken kann. Von Strenge zu wähnen, methodischem Wagen, diffusen Gefühl, dass ein gerechtes nicht sei, nur ein recht gutes als ob, willentlich imaginär, das uns heraushebt und singt, wie es Tiere nicht können, sofern es sich begreift. Sinnlich, Geliebter, auch das ist's, der Geist ein natürlicher Duftstoff des sinnlichen goldener Schnitt.